Man kennt das. Da geht man nur kurz in den Keller, um Kartoffeln zu holen. Und wenn man wieder die Treppe hochsteigt, ist zack, Zombie-Apokalypse. Ach, das kennt man nicht? Na gut, es ist auch Blödsinn, weil wir uns im Multiplayer-Shooter Hunt Showdown von Crytek nämlich sehr bewusst unter Zombies begeben. Genauer gesagt treiben wir uns in einem nicht näher definierten, aber ganz sicher von Untoten bevölkerten Sumpf in Louisiana rum, um dort eine besonders starke Höllenkreatur zu töten, ihre Überbleibsel aus dem Sumpf zu retten und dann zu Geld zu machen. Wir, das sind in Hunt Showdown eines von 5 Teams, die alle das Gleiche wollen. Und gewinnen kann am Ende natürlich nur eine Mannschaft. Kurzer Hinweis, ich habe Hunt zwar schon selbst spielen können, die hier gezeigten Aufnahmen stammen allerdings von den Entwicklern. Crytek hat sich für Hunt die besten Teile aus Left 4 Dead, Evolve, PUBG und Konsorten rausgepickt, aber sie mit mächtig eigener Würze versehen. Das geht schon los beim Szenario, denn statt in einer fiktiven Gegenwart oder gar in der Zukunft sind wir an der Schwelle zum 20. Jahrhundert unterwegs. Entsprechend archaisch fallen die Waffen aus. Colts, Repetiergewehre, Macheten, Messer. Wer mit Laserknarren oder so losziehen will, ist ja also falsch. Falsch ist übrigens auch der, der unkompliziert aus der Hüfte schießen will. In Hunt müssen wir mindestens anlegen. Das Zielen über Kimme und Korn erfordert einen weiteren Tastendruck. Das alleine schreit schon nach ruhigem, bedächtigem Vorgehen. Run and Gun ist im Sumpf folglich keine Option. Auch deswegen, weil die ganzen KI-Kreaturen, die dort ihr Unwesen treiben, nicht nur auf optische Reize reagieren, sondern auch alle ausnehmend gute Ohren haben. Und auch wenn die handelsüblichen Schlurf-Zombies in kleinen Dosen keine nennenswerte Gefahr darstellen, so wird's doch schnell unangenehm, wenn man sich einer größeren Gruppe gegenüber sieht. Von den Minibossen wie diesem sogenannten Meathead will ich erst gar nicht anfangen. Besser mal wegsneaken. Fun Fact, der Meathead hat keinen Kopf. Munition haben wir in Hunt Showdown übrigens auch nicht unendlich. Die müssen wir im Notfall nämlich an so einer Resupply Station auffüllen. Und ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass die hässliche Beschriftung nicht im fertigen Spiel sein wird. Wohl dem also, der sich dem Boss, den wir nach und nach über Hinweise lokalisieren müssen, nicht mit runtergelassenen Hosen bzw. ohne Munition stellt. Das Vieh befindet sich in jeder Runde an einer anderen Stelle auf der Karte, wie auch die Zombies, Minibosse und Ausgänge aus dem Sumpf variieren. Und obendrein ist es nicht immer das gleiche Vieh. Hier haben es die Hunter mit dem sogenannten Butcher zu tun, einem ungemütlichen Fleischberg mit Schweinekopf. Es kann aber auch eine große und flinke Spinne sein. Crytek plant überdies noch andere Bosse und plant auch hin und wieder gleich 2 Bosse in einer Runde auf die Map zu packen. Wow, aufgeschreckte Krähen. Das bedeutet nur eins, ein gegnerisches Team ist in der Nähe. Jetzt bloß Vorsicht, denn auch wenn die Zombies, die Minibosse und die großen Endgegner schon gefährlich genug sind, die schlimmsten Feinde auf der Map sind und bleiben die anderen Spieler, die, wie schon gesagt, nichts anderes vorhaben als wir auch, nämlich mit der Beute aus dem Sumpf zu verschwinden. Wie man das anstellt, davon hat jedes Team immer eine andere Idee. Wartet man, bis die eine Mannschaft den Boss gelegt hat und schlägt dann aus dem Hinterhalt zu? Versucht man, die Konkurrenz schon vorher auszuknipsen? Lockt man die Gegenspieler bewusst in eine Falle, indem man mit Dynamit ordentlich Lärm macht oder in der Nacht ein gut sichtbares Feuer legt? Die Möglichkeiten sind in der aktuellen Version von Hunt schon vielfältig. Crytek will aber bis zum Release noch mehr Variablen einbauen, um die Runden immer spannend und brandgefährlich zu halten. Denn der Tod droht nicht nur den KI-Monstern, sondern auch uns. Sogar dauerhafter Tod und obendrein dauerhafter Klamottenverlust. Wie das im Detail funktioniert und warum das zwar schlimm, aber nicht abschreckend ist, könnt ihr in unserer Preview entweder auf GameStar.de oder in der Ausgabe 0118 nachlesen. Der Release dürfte nach dem aktuellen Stand wohl erst auf 2019 fallen. Zunächst will Crytek Hunt Showdown für etwa ein Jahr in den Early Access auf Steam schicken, um das Spiel mit Hilfe der Community fein zu tunen. Zuvor wird es allerdings noch eine Closed Alpha geben, aus der wir natürlich auch berichten werden.